Gesten sagen manchmal mehr als 1000 Worte. Und sie sind sinnbildlich für die aktuelle Lage beim deutschen Meister. 3 Niederlagen in Serie in der Penny DEL, dabei nur 2 magere Treffer erzielt. Ist augenscheinlich, dass wir momentan da oben nichts verloren haben. Und das ist eine Aufgabe, die wir annehmen müssen. Die Gründe für die aktuelle Münchner Tristesse sind vielschichtig. Hauptproblem das Tore schießen. Dass sie das beste Überzahlspiel der Liga haben, hat den Red Bulls schon so manches Mal geholfen. Täuscht aber nicht über die großen Probleme bei 5 gegen 5 hinweg. 21 Tore bei der gleichen Spieleranzahl auf dem Eis bedeutet ligaweit nur Rang 10. Zudem ist aktuell kein Münchner unter den Top 20 Scorern. Die Effizienz fehlt. Wenn man so Würstchen außen rumspielt und ab und zu mal so ein Würstchen mehr aufs Tor schmeißt, dann geht natürlich keiner rein. Wir suchen gerade den einfachen Weg, das außen rum zum Spielen, aber da muss man, wie man meistens so oft sagt, in die dreckige Gegend gehen vom Tor, wo man einen Crosscheck kassiert und so ein Tor einarbeiten, wenn es normal nicht noch fällt. Toni Söderholm und München, das passt 6 Wochen nach DEL-Saisonstart noch nicht. Der ehemalige Bundestrainer muss seine Qualitäten auf Vereinsebene noch unter Beweis stellen. In Bern früh gescheitert, kämpft er aktuell darum, das Erbe von Don Jackson weiterzuführen, will dabei aber eigene Wege gehen. Doch die Söderholm-Identität hat das Team noch nicht angenommen. Eine gewisse Bereitschaft, die momentan nicht da ist, auch den entscheidenden Meter zu gehen. Wir finden momentan die Balance im Spiel nicht. Wir haben immer ansatzweise gute Phasen und dann geben wir einfach wieder Sachen her, wo Leute allein vom Tor stehen. Momentan ist es auch, glaube ich, ein Tick so, dass das Selbstvertrauen auch nicht ganz da ist. Und dann überlegt man vielleicht einen kurzen Moment, soll ich oder soll ich nicht gehen. Weitere Probleme? Die Neuzugänge schlagen noch nicht so ein, wie erhofft. Dazu fehlen mit Yasin Elitz und Ben Smith 2 wichtige Stürmer verletzungsbedingt. Und auch im Tor fehlt die Konstanz. Matthias Niederberger kassiert im Schnitt 3 Tore pro Spiel. In der vergangenen Saison waren es lediglich 2. Der Meister befindet sich in einer Optimierungsphase. Man kann sich Glück erarbeiten und ich glaube, jetzt sind wir einfach gefragt, dass wir noch härter arbeiten. Der größte Vorteil an der aktuellen Krise beim EHC Red Bull München: noch ist genug Zeit, um den Turnaround doch noch zu schaffen. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta.